In diesem Video erhältst du alle Informationen zum Title Update 3.1.0 von Ghost Recon Breakpoint. Los geht's! Fangen wir am besten ganz einfach mit dem Release-Datum an. Und zwar erscheint das Title Update am morgigen Dienstag, dem 19. Januar. Zur Uhrzeit weiß ich aktuell leider noch nichts, aber irgendwann im Laufe des Tages wird es erscheinen. Zum Title Update gehört auch ein Live-Event mit dem Namen Operation Ember Sky. Das erscheint am Donnerstag, dem 21. Januar, also diese Woche Donnerstag, und läuft bis zum Samstag, dem 30. Januar. Soweit ich weiß, ist dieses Event auch für alle Besitzer von Ghost Recon Breakpoint kostenlos. Zum Event, zum Gas und der neuen Gasmaskenmechanik mache ich übrigens noch ein separates Video, also abonniere am besten meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn das Video online geht. Denn auch sonst ist diese Woche vollgepackt mit Videos zum Event. Unsere KI-Kameraden bekommen Verstärkung bzw. Ersetzung. Und zwar in Form von Ash, Finker und Thatcher aus Rainbow Six Siege. Diese neuen KI-Kameraden werden verfügbar nach der Intro-Sequenz vom Event Operation Ember Sky. Also auch erst dann am Donnerstag. Die neuen KI-Kameraden haben sogar Spezialfähigkeiten. Und zwar kann Ash Fahrzeuge zerstören, Finker kann dich heilen und boosten und Thatcher kann EMP-Granaten werfen. Das ist ein Novum, denn bisher konnten die KI-Kameraden nichts Besonderes. Die waren halt im Grunde nur mehr oder weniger drei zusätzliche Simultanschussdrohnen. Zu den KI-Kameraden mache ich aber auf jeden Fall auch noch ein separates Video, also ein Abo lohnt sich. Bei Echelon SMG, MPX Factory, MP5, Honey Badger, MP7, ARX 200, Uzi, MK14 und G28 können wir jetzt die Schulterstützen einklappen. Außerdem gab es noch ein paar Erweiterungen im Gunsmith bei verschiedenen anderen Waffen. Im Echtgeld-Shop gibt es neue Kostüme, und zwar Hibana, Jäger, Mozzi, Thermite, Twitch und Sophia aus Rainbow Six Siege. Außerdem gibt es eine Waffe, und zwar die 4AC Brown und das Messer Scar Testudo Wolves. Außerdem einige Items aus der Ultimate Edition bzw. aus dem Survivor Pack. In Marias Shop in Erewhon gibt es neu die Scorpion Brown Sniper, die P320 Sentinel Pistole, ein erweitertes Magazin für die Pistole, diverse Fahrzeugskins, eine Weste, Mütze, Brille, eine Hose bzw. Shorts, Schuhe und endlich eckige Flaggenaufnäher. Zusätzlich gibt es bei ihr einige Items aus den bisherigen Live-Events. Also wenn du die verpasst hast, kannst du die dort ganz einfach jetzt nachkaufen. Es kann aber sein, dass diese Items zeitlich begrenzt nur verfügbar sind. Das weiß ich leider nicht genau. Also am besten direkt kaufen, was du kaufen willst, und dann bist du auf der sicheren Seite. Außerdem gibt es sehr, sehr viele Skins und Items zu kaufen, die vorher exklusiv im PvP zu verdienen waren. Meiner Meinung nach ist das ein absoluter Schlag ins Gesicht für die Leute, die sich diese Sachen im PvP hart verdient haben. Und meiner Meinung nach ist auch das verbunden mit der Tatsache, dass es keine PvP-Updates gab in der letzten Zeit, ein Beweis dafür, dass für Ubisoft der PvP in Breakpoint tot ist, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, denn der PvP in Wildlands hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und der PvP in Breakpoint hat mir zwar nicht so viel Spaß gemacht wie in Wildlands, aber dennoch hat er mir viel Spaß gemacht, solange er halt eben richtig funktioniert hat und nicht so von Bugs geplagt war wie aktuell. Naja, kann man leider nichts machen, gibt wohl keine neuen PvP-Maps, das weiß ich nicht wirklich, ist nur meine Meinung. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas groß für PvPler kommt, was sehr, sehr schade ist. Denn was Wildlands zum Teil auch so lange am Leben gehalten hat, war halt der PvP, und ja, dass der jetzt bei Breakpoint so vernachlässigt wird, ist meiner Meinung nach echt schade. Lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, wenn dich das Video gut informiert hat, und schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du noch weitere Fragen zum Update hast. Denn dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.